Damit willkommen zurück zu neuen Part Baldur's Gate 3. Dann schon mal für diesen Kampf jetzt hier noch irgendwie überstehen können. Mit Lagepeilen, hier können wir hoch, ohne natürlich zu kreuzen zu müssen. Dann macht das Sinn, da erstmal hier hoch zu gehen. Andererseits gibt es dort die Gegner. Planen wir da mal lang zu rennen und schon mal können wir da mal hinschleichen. Um entdeckt zu werden. Oder auch nicht. Das wäre geil gewesen, die Tür schon zu öffnen. Nach dem ältesten Blumen gegen. Ich dachte, wir müssen hier durch die Tür durch. Natürlich seid ihr jetzt auf einmal ein unüberwindbares Ding. Unüberwindbare Gegner, wenn wir auf einmal nicht durchkommen. Okay. Wo steckt Kanach? Ganz hinten. Okay, Angriff können wir nicht mehr machen. Können wir mit ihr darüber schweben? Ja, das können wir machen. So direkt vor der Tür. Und die Tür mal auframmen. Feuerverwundbarkeit, Hiebverwundbarkeit. Das hat ja sehr viel gebracht. Den Kampfrosch aktivieren. Aha, das Motiv gemeint. Bewegen wir uns hier schon mal vor, bevor es okay, das ist schlecht. Sind die anderen dran und die Tür ist noch am Weg. Vielleicht hätte ich mal das Hirn ausschalten können. Das wäre gut gewesen. Keine Ahnung, wie ich den Notulin besiegen soll. Einmal sprinten hier. Und gleich die Attacke auf einmal nicht mehr einsetzen. Weil wir noch keine lange Rast machen konnten. Wahrscheinlich. Die brauchen wir später in die Hand. Ich glaube, die Nautolinen müssen wir erstmal so auslassen. Können wir nicht wirklich was machen.
können ja nicht in der Luft angreifen. Ah, schön, die Map ist wieder entladen. Spiky. Entdeckt Verschlinger. Deswegen wollte ich die Tür aufkriegen, weil jetzt haben wir hier Probleme vor der Tür. Jetzt müssen wir uns eigentlich erst mal um die hier kümmern. Tja, können wir irgendwas Sinnvolles? Ich bin mit Bewegungsrate. Nice. Und ein Fehlschlag. Dinge werfen kann ich auch nicht. Kann ich unsichtbar machen. Ich versuche mal die Tür zu zerkleinern. Damit wir da mal durch können. Jetzt kann ich die Sachen gar nicht mehr einsetzen. Gedankenschneider tot kriegen. Gedankenschlag. Nicht schlecht. Und da oben schon mal hin. Können wir hier schon mal kämpfen? Und wir erstmal ablenken. Psionischer Rückschlag. Sieht doch nicht unmachbar aus. Er wird jetzt hier natürlich attackiert. Noch mal Verbündete dazu rufen, aber das sehe ich hier noch nicht, dass es nötig wäre. Okay, ich habe Black Screen. Warum sehe ich Black Screens? Ich bin Bewegungsrate. Hilf mal hier nach oben. Heilung bauen jetzt noch nicht so dringend. Muss die mal hinterher kriegen. Mal durch hier. Das war nicht schlecht. Okay, ein Diener tot. Keine anderen Reichweite. Können wir aber hier schon mal nicht schlecht. So, hier mal rüberfliegen. Ist hier weit hinten versteckt.
kann ich hier vielleicht nochmal. Am besten wäre es, die runterzuschubsen, aber. Gut. Warum nutze ich meine Standardangriffe, wenn ich. Ach, die Notodidin-Kräfte einsetzen könnte? Und der hat mal einen Angriff, okay. Okay, die Gedanken schon, der kommt runter. Zu der Serie. Siedlungswurf gelungen. Was macht Gail dort hinten eigentlich noch? Bei Judas ist das zu weit weg. Oh, ein Fehlschlag, fantastisch. Tue ich aber zumindest erstmal da hinten hin. Keine Ablenkung. Hier kommen ein paar Hörnchen. Hörnchen. Kleine Hörner. Okay, die Hand ist dran. Kann die was machen? Ne, die ist nicht dran. Die großen Hunde sind dran. Ja, es ist nicht so gut. Oha, Kader ist tot. Das ist ganz schlecht. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Aber die brauchen nur einen Kampf. Wir müssen schneller durchkommen. Dann können wir nur noch erkunden hier für einen späteren Versuch. Also ohne Kader. Gute Nacht. Geht's denn überhaupt hoch? Geht's, glaube ich, dann zum. Nee, geht's gar nicht. Das sieht irgendwas, wenn wir da oben wären. Okay, egal, erstmal. Danach können wir jetzt nicht wirklich wiederbeleben. Läuft nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, obwohl wir hier lang sollen. Dann ist aber noch das, vielleicht können wir, sollten wir da irgendwie hochklettern. Das ist da der Weg. Wir gehen sollen, wir gehen einen komplett falschen Weg. Das war vorauszusehen. Wow, ist das ein Riesenteil.
diesen Teil was tut das. Hier stellt sich ein. Mitten rein ins Brennending. Wenn man von Gedanken schon nach unten. Das ist ein Buggy, das ist ein bisschen Buggy hier. Da werden wir irgendwie getroffen, aber auch nicht. Ich versuche mal hier zu lang, hier lang zu gehen. Ich mache einfach mal die Erkundung. Um zu wissen, ob hier noch irgendwas ist. Der Kampf ist eh verloren. Treffer. Der Imperator ist auch tot. Fantastisch. Den ältesten würden gegentreten. Das ist hier in der Mitte auf der Karte. Dann müssen wir da hoch? Hirnstamm. Okay, was ist dran? Ja, aber ich guck mal hier nur. Hier ist eine Tür. Dann wird der Camper von hier irgendwie hoch. Und wo haben wir die Scheiße denn angefangen? Da unten irgendwie, also wir müssen auf jeden Fall irgendeinen anderen Weg nehmen. Und hier haben wir eine Sackgasse. Hier kommen wir auch nirgendwo hin. Das ist, findet hier unten statt. Weißt du, wir haben irgendwo hier angefangen. Okay, Gale ist noch hier am. Wo hält sich Gale auf? Hält sich hier auf, das heißt, wir fangen hier an. Ist das schon der richtige Weg? Wir müssen irgendwie hier. Hier runter oder wie? Dann können wir direkt hier durch. Rato Karnach. Jetzt geht's doch da oben lang. Da oben in den. Da wo jetzt in der Serie gerade steht. Das wird doch der richtige Weg. Lese ist gerade hier. Puh. Da ist mal ein Plan zu haben, wo wir landen müssen. Und eine Voraussetzung für einen guten Kampf. Glaube ich nicht. Also hier hoch. Dann müssen wir durch diese Tür. Thank you.
Ja, lieber da schnell durchkommen. Dass ich keine Hoffnung, dass wir da durchkommen. Haben wir hier noch irgendwas? Dann werde ich mal hier in Stunden, um mal zu sehen, wenn man da was machen kann. Ich glaube, hier müssten wir leider hin. Ja, das ist die Tüte, zu der wir hin müssen. Mit Kanon und dem Imperator können wir da hochfliegen. Das heißt, wir müssen da irgendwie in den anderen das Team aufhalten. Und die Gegner aufhalten, meine ich. Cool, einer weg. Dann kommt sein neuer dazu. Vielleicht kann ich Nese schon mal gucken gehen. Das ist dann die nächste Tür, die wir öffnen müssen. Sieht doch alles nicht mehr. Sie ist blockiert. Müssen wir noch eine Runde durchhalten. Vielleicht sollten wir uns dann hier mal Verstärkung rufen. Feuerbälle haben wir keine mehr. Ein gütiges Ziel. Mein Wecker. Okay, da hätten wir es durchgeschafft. Okay, da würde was passieren. Zweite Phase oder was?
Der sieht nicht gut aus. Wird gespeichert? Nee, das will ich aber nicht. Okay, ist jetzt hier. Da würden dann alle teleportiert werden. Okay. Werfen dann den Hirnstamm an oder was? Keiner könnte jetzt hier was angreifen, aber. Vielleicht können wir da unten schon klettern. Oder auch nicht. Und warum eigentlich nicht? Verstehe die Situation nicht. Sie wird nicht erreichbar. So weit entfernt. Dann müssen wir entweder, vielleicht können wir unten schon klettern, oder wir müssen irgendwie einen Weg finden. Ich habe ja gesehen, da wird ja hin teleportiert und einer es schafft. Mit Twitch könnten wir es mit Kana und mit Kana hochschweben. Und dann überspringen wir das einfach. Die Gegner müssten ja dann, so wie es gerade aussah, verschwinden die anderen Gegner. Also, ja. Wirklich ein Ding. Nach Karten, das kann auch das Ganze anführen. Okay. Also nicht. Können wir nicht lang. Für die Verbündeten noch nicht rufen. Erstmal versuchen, das irgendwie anders zu klären. Die brauchen wir vielleicht in einer späteren Phase. So. Versuchen wir mal hier lang zu kommen. Da kam die Tür im Weg. Das ist Nummer 1.
bis zu umstehen geht. Ah, das schaffen wir sehr gut sogar. Gedankenreichtum erzeugt den magischen Nexus, der alle daran erlaubt, Aktionen, Kunstaktionen beliebig auszutauschen. Okay. Bin ich dabei rausgegangen. Vielleicht nicht ganz so clever. Ich verfolge jetzt mal die Taktik, da mal schnell hochzukommen. Ist zu weit entfernt. Kalach konnte das. Das bringt nichts. Ein Versuch was wert. Tja. Ganz wäre auch gut gewesen. Ja, wir können hier noch nichts machen. Muss noch ein bisschen abwarten. Da die Tür im Weg ist. Nachteil am Leben. Ein hat es gerade verletzt. Ich glaube, das war jetzt in der Seele. Ich muss mal hier hoch. Noch was runterschicken. Zu weit weg. Nicht die Angriffe verschwenden. Wir können ja hier schon aufräumen. Auch nicht schlecht. Nicht genug Bewegungsreichweite.
Seit wann? Ist echt bescheiden, was der Party gerade macht. Kann der vielleicht hier hindurch schon? Nee, kann er nicht. Man kann die Tür einreißen. Klassischer Fehlschlag. Das hat ja nicht viel gemacht. Zu weit weg. Ich kann nochmal schießen. Da hinten. Okay. Never a dull moment. Where do I go from here? Er ist dran. Was passiert hier? War das nicht Gaswunde? Haben wir die geskippt? Das wäre ein bisschen dumm. Schön die eigenen ausschalten. Ah, okay. Der Brat legt sich schlafen. Das ist nicht optimal, aber schon auf dem Weg. Jetzt sind wir hier. Genau, schon wieder. Geht's down. Wer nicht kann noch. Okay, 4 von uns sind hier. Kann Karnach jetzt. Okay, das können wir nicht nutzen. Chaos ist Zwang. Sie ist nicht die Krone von Kasus. Okay. Was tun wir dann hier? Heilen. Sind wir hier erstmal? Safe oder so. Findet gerade kein Kampf statt. Zu dem Ältesten gehören entgegen. Sollten wir jetzt hier hochklettern können oder nicht? Gerade nicht, was hier gemacht werden soll.
Okay, hier ist gerade reingegangen. Ah, da hat die Messe gehören, entgegenzutreten. Auf geht's. Can't you feel it? We're almost there. Once we ascend the Netherbrain stem, we'll be in touching distance of the crown. Of reclaiming the powers of Karthus himself. I'm ready. Are you? Bereit, holen wir euch die Krone. Wartet, wir können die Sache jetzt ein Ende machen, wenn ihr die Kugel entfesselt. Sicher seid, dass ihr die Krone wirklich wollt bei all dem Schaden, den sie angerichtet hat. Kugel entfesseln. You urge me to this point and now you falter? What would you have me do? Sacrifice myself and hope that Mistra eulogizes my ashes? Ihr habt recht, wir besorgen euch die Krone. So soll es sein, aber macht der Sache ein Ende, wenn sich das Schlacht im Glück gegen uns wendet. Nein, aber ihr kennt doch sicher, wie gefährlich die Krone ist. Wir müssen sie zerstören. Nicht die Krone, als Opfer wird alles retten. Ein 30er Wurf, das kann ja nur schief gehen. Das kann klappen, wenn man jetzt 20 werfen. Ich habe schon mal Speicherstand geladen. Spamming betrieben. Personen würfeln. Das mache ich auch nochmal. Bei so wichtigen Entscheidungen. Akzeptiere ich kein Nein. Das wird jetzt hier geschafft. Und wir zerstören die Krone. Wenn jetzt nicht wieder denselben Fehler machen und da die Krone beherrschen und so. I'm ready. Are you? You urge me to this point and now you falter? What would you have me do? Sacrifice myself and hope that Mistra eulogizes my ashes? Was anderes geschafft. Wir haben schon 99 geschafft mit der Natural 20. Das lasse ich mir nicht sagen, dass wir das jetzt nicht auch schaffen können. Knacken und schaffen, würde ich gerade gleichzeitig sagen. Na komm. You urge me to this point and now you falter. What would you have me do? Sacrifice myself and hope that Mistra eulogizes my ashes? 28. Nah dran. Da muss man nicht mal eine Natural 20 werfen. Eine 13. Eine 13 reicht schon. Mit den Boni, die wir haben. 13 oder drüber. Das ist wirklich ein schaffbarer Wurf. Muss man da mal. What would you have me do? Sacrifice myself and hope that Mistra eulogizes my ashes. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist eine 30, ein schaffbarer Wurf ist. So hoch sind wir schon gelevelt. Ja, nicht schaffbar, sondern realistisch. Also mit einer 13 oder höher, das ist.
Das ist ein... You urge me to this point and now you falter? What would you have me do? Sacrifice myself and hope that Mistra eulogizes my ashes? Knapp. If you're wrong, we'll have squandered the chance for a better world. You understand that, don't you? But perhaps saving the day will suffice for now. A better world can always follow, so long as we survive. So be it. Lead on. Wir zerstören das Ding. Das müsste eigentlich Karnach machen. Ich hoffe, ich komme hinterher. Oha. Das ist ein langer Weg hinauf. Können wir da überhaupt noch Verbündete rufen? Nicht so aus. Wir können sich hier hin teleportieren. That's where we should use the nether stones. Plot armor. Okay. Squall. One abomination births another. So, wir sind jetzt mit Karnach schnellstmöglich rüber zu dem. The wizard who defied a goddess. The fury of a vern. You are spectacular specimens. And you will make spectacular thralls. Lass uns nicht aufhalten. Hingold. Roter Drache. Ist jetzt auch gegen uns? Okay, das haben wir verschenkt. Wir hätten fliegen können. Sind ein bisschen dumm. Ist nicht der letzte Zug. Mit den Tag über wohl das geringste Übel. Okay, ich werde mal versuchen, hier zu springen. Oder zu sprinten. Oder darüber. Time to press ahead. Okay, Heilung braucht noch keiner. Rüber hier.
Ja, zwei Runden Schlaf, das können wir uns nicht erlauben. Nicht wirklich. Fernangriffe müssen wir machen. Ist nicht schlecht. Okay. Elementar beschwören. Wasser, Feuer. Okay, das hat wohl doch nicht so geklappt. So viel zu dem Elementar. Nächste kleine Hand. Mhm. Jetzt so schnell wie möglich darüber. Ach du Scheiß, der rote Drache. Entworfener roter Drache. Ich hoffe, die trifft uns nicht zu stark. Zauberpest. Hier des Kriegs. Oh Mann. Okay, halte durch. Ach du Scheiße. Das war aber noch nicht so hart. So jetzt Karnach. So weit wie du kannst. Noch auf hier. Viel stark. Oh, wir können Verbündete rufen. Können wir wohl nicht. Müssen wir eine Runde für aufgeben. Okay, verstummt sind wir. Das ist schlecht. Na toll, viel stark. Das war klar. Sehr schön, den aus dem Leben, genommen.
dem Drachen würde ich mich nicht zu sehr beschäftigen. Cool, können wir es mal versuchen. Oh Gott, der hat ein Spiel. Und ist nicht in Reichweite. Was? Es wurde abgewehrt. Mit zum Henker. Ich bin den Drachen vielleicht. Ich bin Bewegungsrate. Weg ist unterbrochen. Tja, Mist. Komm hier mal ein Feuerball. Oder warte, ich bin hier doch. Auf den Drachen. Oha. Koloss, ja toll. Das ist das Wichtigste, Karnach hier irgendwo zu kriegen. Lebend. Das andere. Das zweite nicht. Und die eigentlich nur zur Ablenkung. Das läuft gerade eher weniger gut. Das ist die mit Ablenkung. Okay, steht hier unter Beschuss. Beschuss ist das falsche Wort. Der wird abgemetzelt. Der kann fünfmal angreifen. Auch interessant. Oh shit. Auf dem Weg. Incoming. Ich bin Bewegungsrate. Beim nächsten Zug. Wenigstens in Reichweite. Ich kann das was bringen. Ach du heilige Scheiße. Kritischer Fehlschlag. Rettungswurf genommen. Mit den ganz gerne down kriegen. Okay, Temperator geht mal. Steht mir hier zur Hilfe. Sehr schön. Das hat auch nicht getroffen. What? Okay, die Zauber werden hier aufgehalten.
versuch mal was. Schwacher Drache. Verdammt, das ging nicht gut. Hat Kaden keine Heilung mehr? Zwei Züge verblieben. Okay, der Antonide taucht auf. Nicht gut. Vielleicht schaffe ich es aber trotzdem mit Karnach vorher. Dann geht es vielleicht weiter. Okay, müssen wir eventuell liegen lassen. Mit dem Berater hat es hingelegt. Wir sollten die Krone erreichen, bevor der Autolöse kommt. Das wird ein bisschen dumm. Daran angreifen nicht die klügste Idee. Weil ich zu sein ziemlich dummer. Okay. Das haben wir jetzt getan. Ich hoffe, das klappt jetzt noch. Ich hoffe, das trifft nicht Lese. Ich muss mich selber heilen. Na, da bin ich gespannt, ob das was wird jetzt mit Nana. Es ist wohl direkt nichts geworden, aber im nächsten Runde vielleicht. Das ist nicht so gut. Wir bräuchten auch jemanden, der da ablenken schafft. Oha. Autoluide. Das ist ein bisschen scheiße. Und nun haben wir es geschafft. You feel it. A sudden shift. The brain is weakening. Its grasp of itself slipping. This is your chance. Its will is stronger than anything you've ever felt. The chains shake, threatening to break at any moment. Feeble. Resistance. With absolute freedom. Its will is weakening. Let's finish this. Okay. Versuchen wir ranzukommen.
nichts mehr machen. Nehmen wir speichern hier. Ja, die anderen kämpfen draußen weiter. Gutes Überleben. Wenn nicht mal die Verbündeten dazu gehört. Okay. Ja, gegen wen kämpfe ich jetzt hier? Er ist tot. Das Ganze hat sich ein bisschen gedreht. Ah, okay. Danach tötet jetzt den Drachen. Gibt hier noch wichtigere Kämpfer, die wir besiegen müssten. Aber naja. Danach hat ihr ihren eigenen Bosskampf. Vielleicht können wir noch andere dazu schicken, zum Beispiel den Imperator, der tot ist. Und meinte durch. Das sieht nicht gut aus. Die attackieren hier. Und der See steht zum Glück unter dem Drachen. Dadurch ein bisschen geschützt. Okay, vielleicht können wir hier mal. Okay, jetzt kann ich gewaltsam bewegt werden. 5% Chance. Was haben wir hier? Psionische Überladung 1 bis 4 Schaden. Oh Gott. Ah, nee. Kann ich hier nur Fernangriffe? Das finde ich ein bisschen scheiße. Nah genug dran oder was? Kann ich da nicht irgendeinen Zug der. Möglichst viel Schaden macht? Mit 0% versuche ich gar nicht erst. Nachteil. Okay, wenigstens ein bisschen was. Also richtig Schaden machen können wir hier gerade nicht. Das gefällt mir weniger. Schon viel stark. Ja, das könnte ein bisschen lästig werden. Don't waste a step.
Weniger als mehr auf Futter. Konzentration verloren. Ganz gerne noch einen zweiten oder einen dritten Importer haben. Kann man diese irgendwie rüber schicken? Könnte dann noch helfen. Okay, mein Charakter ist am Sterben. Kriegen wir uns ein bisschen. Vom Bürgerkind oder so. Okay. Ich bin tot. Okay, wir sind noch halbwegs sicher. Nicht runterhüpfen. Ich muss doch irgendwas von dem Wirkung haben. Schwarze Loch ist für mich so eine gute Sache. Was können wir denn überhaupt machen? Schaffen wir so nie. Ich glaube, wir müssen da mal höher gehen. Wir können keinen Nahkampf an ihm ausführen. Das ist ein bisschen scheiße. Wenn der selber noch lebt, würde ich die mal reinschicken. Irgendwie kann. So schön es wäre, den Drachen zu besiegen. Das sieht nicht gut aus. Hier draußen sieht es richtig kacke aus. Ja, liegt da ist an Karnach. Und Karnach hat keinen Angriff, der hat keine Magie. Irgendwie. Ich würde Leses Magic Missile und so weiter würde mir helfen. Alle tot. Ende. Spiel vorbei. Schade. Das war ein ganz guter Versuch. Wer das Departing erreicht. Ich habe die gespeichert als Lese als Karoch. Durch das Portal gehen muss, soweit ich weiß. Können wir mal versuchen, da statt den Drachen anzugreifen, vielleicht mal das Team mit dazu zu ziehen. Ist ja vielleicht gar nicht mal so doof. Von der See brauche ich da drin. Okay, ich kann wohl gerade gar nichts machen.
King. Hey, Tank. Kanach ist schon jemand Drachen. Ist eher unschön. Warum bin ich da hingegangen? Ist taktisch jetzt etwas unklug. Oh, wir sind so am Arsch. Was habe ich mir denn dabei gedacht? 50 verblieben. Muss jetzt den das auch in 5 Zügen schaffen. Das wird hier nichts mit dem Kanach tun. Blöde Sache. Schauen wir mal, ob wir das nächste Mal noch irgendwie hinkriegen. Da wird da hinten nicht viel helfen können. Das habe ich schon ausprobiert. Ist ein bisschen scheiße, dass wir jetzt hier nichts. Ölfass. Und noch eine Bombe, die wir werfen können. Und ein Gift. Und nicht bei Kanach, wie es ausschaut. Das Gehirn können wir nicht werfen. Das war nicht schlecht, aber das können wir leider nur einmal machen. Und vielleicht von hier aus auch Nahkampfangriff machen. Oh ja, können wir. Das ist nicht schlecht. Gut zu wissen. Ich werde mal trotzdem versuchen, zumindest mit meinem Kampf da reinzukommen. Eine sehr lange sieht ziemlich scheiße aus. Ich war idiotisch. Wir überziehen heute ein bisschen. Die Chancen, dass wir das mit Kanach machen können. Obey. Der Plattform zerstört. Ich hoffe, die mir daneben bleibt noch stehen. Scheiße, das ist ziemlich viel zerstört worden. Wo bin ich? Ich bin hier. Okay,
wir haben keinen zweiten, doch wir haben hier. Können draufhauen. Na komm, ich brauche nur noch zwei Züge, dann haben wir das. Genügend Ressourcen. Versucht zu überleben da draußen. Da bin ich gleich drin. Das war nicht ganz so clever. Aber wir sind hier draußen Ablenkung. Keiner muss drin was schaffen. Die opfern uns. Die fällt nächste im Kampf. Ich hoffe, die können wiederbelebt werden. Für die Cutscene. Und dass dann am Ende nur Karnach da steht. Das hatte ich gedacht. Alle tot. Dann kommt keiner. Kannst du das noch hinkriegen? Spiel vorbei, deine Gruppe wurde besiegt. Warum bin ich denn jetzt gestorben? Aus welchem Grund? Egal, jetzt weiß ich, dass ich auf diese Plattform kann und angreifen kann. Schauen wir beim nächsten Part nochmal, wie es hier weitergeht. Yay. Bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal.